Ja, was ich sagen wollte, das Grinden in Soul Silver oder Heart Gold, je nachdem, was man halt spielt, ist echt extrem ätzend. Das ist echt ein ziemlich krasser Levelsprung ist von Blau, dessen stärkstes Pokémon, glaube ich, 60, 65 oder so ist. Und Rot hat dann als stärkstes Pokémon Level 88 Pikachu oder was auch immer der Randomizer mir da vorwirft. Rayquaza oder so, keine Ahnung. Ich will es ehrlich gesagt noch gar nicht wissen. Ja, und das ist halt extrem ätzend, alles erstmal hoch zu leveln. Also man hat zwar diese Rematch-Funktion, aber naja. Die Top 4 gibt es auch noch, die sind auch aber dank des Randomizers extrem hart. Also Willi hat zum Beispiel da, glaube ich, 3 oder 4 Wasser-Pokémon. Das ist extrem nervig. Und meine RP für Glut sind bald wieder alle. Raub. Wie passend, dass ich das direkt vor der Nase eines Team Rocket Rüpels finde. Den ich jetzt auch erstmal ordentlich das Gesicht einhaue. Oder zumindest die Pokémon. Ich finde es sowieso lustig, dass hier dass in dieser utopischen Welt von Pokémon Konflikte immer mit Pokémon-Kämpfen geregelt werden. Statt dass wir den einfach, dass die einfach dem 10-jährigen Jungen einen aufs Maul hauen. Wir drehen hier ein dickes Ding, mach dich vom Macker. Ja, das ist so, da kommt der an, weißt du, wenn die das hier machen im echten Leben, dann kommt die mit so einem Spruch an. Und du sagst, komm doch her, und dann fängst du dir aber sowas von einer. Wenn sie nicht gleich das Butterfly auspacken und hier, komm, lass uns doch einfach mal unsere Tiere oder, keine Ahnung, was auch immer Tannhell sein soll, aufeinander losgehen lassen. Und wessen Tiere am Ende stehen, der darf halt, der hat halt recht. Oh Gott, Metagross. Tannhell und Metagross, das ist doch mal ein Team. Das gibt jetzt wieder schön viele Erfahrungen. Aber hey, es ist ja, ja, ist auch so ein Grund, warum man gerne in der Pokémon-Welt leben möchte. Dass Konflikte einfach nicht mit Gewalt zwischen Menschen ausgetragen werden, sondern mit Gewalt zwischen Tieren. Und das ist völlig normal. Ich habe keine AP auf Glut mehr. Das ist Kacke. Da muss ich erstmal Glutex so weiterkämpfen lassen. Bling, Level 18. Weil ich glaube, jetzt kann ich mittlerweile wieder Martin vorschicken. Du bist eine harte Nuss, Kitty. Kitty. Kitty, wer sagt heutzutage bitteschön Kitty? Also so als übelst fetter Gangster bei Team Rocket. Da geht's lang. Ja, genau. Von oben kam ich. Ist ja auch eine Forschungsreise? Ja, nein. Als ob du auf Forschungsreise wärst, Teenager Gaston. Gaston? Gaston? Also Gaston ist irgendwie was anderes bei mir. Oder Gaston? Was ist das für ein Name? Zuschauerpower, nennt mir irgendein Beispiel für jemanden, der Gaston oder Gaston oder Gaston heißt. Würde mich echt interessieren. Aber es passt, dass er mit Nebula kämpft. Den Gas-Pokémon. Verrückt. Der Randomizer hat echt Humor, habe ich dann langsam das Gefühl. Und Traunfugil, Tatsache. Kämpft er hier mit Geist-Pokémon. Du Schelm. Gaston. Das sind alle keine Herausforderungen für Martin. Den ich übrigens umbenennen werde, sobald es geht. Das müsste in Urania City sein. Das ist, glaube ich, der Name des Bewerters. Denn ein gewisser Markus hat sich bei mir beschwert, warum ich das Magmar nicht nach ihm benannt habe. Ja, habe ich mir dann auch überlegt. Stimmt, ich kenne doch einen Markus, der hätte sich sicherlich drüber gefreut. Okay, eigentlich hatte ich eher Angst, es Markus zu nennen, damit es dann nicht heißt, ey, du hast es voll nach mir benannt, ey. Wenn ich sterbe, dann sterb ich, weißt du, dann machst du dich immer drüber lustig und so. Aber er wollte das. Er hat sich beschwert. Er hätte sich drüber gefreut, also mache ich das dann auch. Nur damit ihr euch nicht wundert, warum ich dann auf einmal zum Namensbewerter, Name Rater, wie heißt der eigentlich im Deutschen? Renne und mein Magma umbenenne. Nein, verdammt, er hat mich entdeckt. Hilfe, überall. Ja, Überfall. Ach, du bist ja nur ein Kind. Das hat jetzt irgendwie gepasst, die Reaktion auf meinen Stalken.
Verdammt, der hat mich entdeckt. Und der greift mich. Alter. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Deoxys. Das ist ja nur Level 10. Kriege ich schnell kaputt. Tatsache, okay. Kein Grund zur Panik. Legendären Pokémon sind doch nicht mehr das, was sie einmal waren. Lunastein. Das ist dann schon gemeiner. Da habe ich nichts Effektives gegen. Also kann ich ja nicht mal mit Normalattacken kommen. Mal schauen. Vielleicht ist Feuerschlag trotzdem stark genug. Ja, okay. Stärker als gedacht. Ja, mein Magma ist halt dann doch schon ziemlich OP. Level 22 übrigens. Das ist mir doch nicht aufgefallen. Oh Gott, Lugia, willst du mich doch verarschen? Warum hat ein Wanderer so krasse legendäre Pokémon? Aus unterschiedlichen Regionen. Beziehungsweise unterschiedlichen Planeten, wenn man bedenkt, dass Deoxys eigentlich aus dem Weltall kommt. Und dann chillt er hier rum und regt sich auf, wenn ihn einer überfällt. Naja, okay. Gut. Sie haben natürlich keine Chance gegen mich, von daher ist die Angst irgendwo berechtigt, aber hallo? Level 23. Ich glaube, ich sollte doch wieder mit Glutex zu kämpfen. Wow, das ist mich total überrumpelt. Na, gib mir trotzdem Geld. Als hätte ich ihn überfallen. Verrückt. Ich glaube, ich lasse Gangolf mal an die Spitze treten. Martin ist dann doch noch etwas zu stark. Gibt es hier eigentlich irgendwas? Gab es nicht irgendwie immer den Kratern irgendwo unsichtbare Items? Aber ich glaube, das war in den Meteorfällen. Oh, ich probiere das jetzt mal. Da, nö, da, nö, da, nö, da, nö. Okay, ich gebe es auf. Oh, ein Donphan. Oh, Donphan war ziemlich nervig jetzt, als ich Schwarz 2 gespielt hatte. Und die, Mika? Zweiter Arena-Leiter? Ich glaube, durfte Mika sein. Hatte einen Donphan mit Dampfwalze. Das hat mein Feuerteam ständig auseinandergenommen. Muss ich auch erstmal eine ganze Weile grinden. Hat aber den Vorteil, dass ich dieses Quack so gefunden habe. Von daher beschwere ich mich mal nicht. Der Mondstein bringt natürlich auch wahnsinnig viel nach Feuer. Oh, Stolos. Das dürfte einen Batzen Erfahrung geben, wenn ich es tot kriege. Ja, okay. Ohne Probleme. Oh, okay, doch nicht so viel. War halt nur Level 6. Bin ich schon Höheres gewohnt. Muss ich ja nicht langsam fertig sein? Ja, ich glaube schon, oder? Hier ist nochmal ein Ripple. Ein Rocket Ripple. Oh, ein Pupitor. Ja, da kann ich jetzt nicht gegen. Das ist mir etwas zu robust. Da, 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 la, la, la. Ach so. Okay, muss ich so oder so lang. Na, da können wir auch kämpfen. Wenn, dann muss ich schon alle von Team Rocket auseinandernehmen. Nicht, dass der hier stehen bleibt und dann denkt, ha, mich hat er nicht besiegt, ich baue Team Rocket nochmal von vorne auf. Geh Erwachsene nicht auf die Wecker, du Nervensäge. Na komm, komm, leg's doch mit mir an, Junge. Komm. Oh, Arcani. Okay, nicht schlecht. Kann ich eigentlich auch gleich mal gucken, wo ich das finde. Arcani ist ziemlich cool, weil ziemlich schnell und so. Und mit Knirscher kann es auch eine ziemlich heftige Unlichtattacke. Kratzer. Bringt wahnsinnig viel. Ja, das wird wohl ein etwas längerer Kampf. Oh Gott. Ja, der Turbo. Ich entschuldige mich abermals für die ziemlich nervige Musik. Oh. Oh, hey, 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 wow. Hey, wow, wow, wow. Wow, wow, hey, wow. Das ist uncool. Warum habe ich Marcel eigentlich noch dabei? Wahrscheinlich um. Ja, doch. Um wilde Pokémon weiterhin zu sprechen, falls mir jetzt noch eins begegnen sollte. Aber das ist doch nicht cool, Mann. Dass sie mal ein episches Mann-gegen-Mann-Battle mit mir liefern können. Level 20. Das geht so schön schnell. Oh, Rauchwolke. Was will ich mit Rauchwolke? Irgendwas noch Sinnloseres? Ah ja, Heuler, okay. 1, 2 und schwupp. Gangolf erlernt Rauchwolke.
Oh, Marcel erreicht jetzt natürlich auch noch ein höheres Level. War zwar nicht so geplant, aber na gut. Und noch eins. Noch eins? Nee, aber Silberblick. Oh, Glutexo. Na komm. Da müssen wir uns doch eine epische Schlacht liefern. Glutexo gegen Glutexo. Oh, das hält nicht so viel aus wie das Arcani. Uncool. Ich dachte, ich könnte mir nochmal so einen epischen Mann-gegen-Mann-Kampf hier mit dir liefern. Mit dir messen. Gott, mein Gelaber. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon wieder auf? Haben wir Audacity. Okay. Ich sollte mir mal langsam eine Uhr stellen, wenn ich aufnehme. Aber hey, ich habe sturmfrei. Falls es nicht da. Juhu, ich habe die ganze Wohnung für mich. Das heißt, ich könnte eigentlich auch eine übelst lange Session schieben. Aber dann komme ich ja gar nicht mehr mit Rendern und Hochladen hinterher. Wobei es ja jetzt mit dem neuen PC echt extrem geil schnell geht. Also in quasi Echtzeit-Rendern hat schon was. Selbst bei Pokémon ist es der Fall. Das hat ja jetzt auch nicht so die krassen Ansprüche. Hat ja auch nur 20 FPS. Dadurch nicht so eine hohe Bitrate. Warte mal. Falsche Richtung. Dann hier, Flex. Ach, hier. Gibt's hier eigentlich noch was? Ah, okay. Oh, ein Beleber. Cool. So, aber hier geht's eigentlich lang. Ich hatte auch überlegt, oder ich hatte es auch schon probiert. Ich habe es geschafft, einen Stream zum Laufen zu bringen. Das Ding ist, ich habe das dumme Gefühl, wenn ich streame, habe ich noch weniger Zuschauer, als wenn ich die Videos so hochlade. Deswegen bin ich mir noch etwas unschlüssig, ob ich wirklich mal eine Session streame. Also wenn höchstens halt irgendein Highlight, zum Beispiel quasi das Finale des Let's Plays, sprich die Top 4. Das könnte man noch tun. Als Stream oder halt eine Jubiläumsfolge. Auch selbst dann, ja, müsste ich es halt echt ewig breit im Voraus ankündigen, in der Hoffnung, dass es dann irgendjemand sieht. Aber wenn ihr dieses Video jetzt seht, notiert euch, es gibt hoffentlich bald irgendwann einen Livestream von mir. Ich werde am besten einfach mal den Twitch-Link in die Beschreibung packen. Da könnt ihr nämlich den Account abonnieren und so, und dann kriegt ihr das auch nochmal mit. Und ich werde es aber auch nochmal auf Facebook, Google+, YouTube, keine Ahnung, MySpace, überall, wo irgendwie möglich, im TeamSpeak-Channel des Gronkh Community Servers, wo ich auch ständig bin, nochmal riesengroß und mehrmals announcen, solange bis es echt der letzte Depp gecheckt hat und mich schon irgendwelche Leute blocken, weil sie die Schnauze voll von meinem Spam haben. Und dann kriegt er es mit. Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Fossilien verkaufen. Ich fände es sowieso ziemlich cool, wenn es ein Spiel gäbe, wo man Pokémon verkaufen könnte. Also kaufen und verkaufen. Das würde zwar irgendwo diese ganze Philosophie von Pokémon sind Freunde und musst du voll mit Liebe behandeln und so. Ja, über Bord werfen, negieren, wie auch immer. Trotzdem wäre das halt ein ziemlich cooles Konzept. Gibt ja auch diverse Pokémon-Browser-Games. Browser-Browser-Games. Wo man, also hier dieses TPPC, oder wie das heißt, was ich eine Zeit lang mal gesucht habe, wo man ja auch Pokémon nach dem Hochlevel halt verkaufen kann an welche, an andere Spieler, die eben das Pokémon zum Beispiel halt noch nicht haben. Oder einfach, auf einfache Art und Weise an ein starkes Pokémon kommen wollen. Sowas müsste es halt echt auch Singleplayer-Pokémon-Spielen geben oder halt in Pokémon-MMO. Poké-MMO heißt es ja. Ist gar nicht. Gibt es da diese Funktion? Ich glaube, nee, ich glaube auch nicht. Da gibt es eigentlich generell relativ wenige Multiplayer-Funktionen tatsächlich. Weshalb es mich das überhaupt nicht begeistern kann. Nicht selbst, weil die Engine auch ziemlich träge ist, also die Kämpfe, boah, das dauert immer ewig, bis da die Animationen alle fertig sind. War eigentlich ziemlich nervig, als ich das mal angetestet habe. Vielleicht ist es jetzt besser. Soll es besser sein, gebt mir Bescheid, dann teste ich es nochmal an. Ansonsten zeige ich weiter Singleplayer oder Pokémon Showdown. Auch wenn dann natürlich halt dieser
RPG-Faktor fehlt, was ja ziemlich schade ist. Oder spiele dann diverse Browser-Games. Wie zum Beispiel das Monster-MMORPG. Das ist ziemlich lustig. Habe ich zwar auch nur kurz angespielt, weil ich halt jetzt alle möglichen anderen Krams spiele, aber naja. Sollte man sich echt mal angucken.